der Generationentalk. Mit der Corinna Liebi und dem Stefan Juhl. Demokratie und unsere Gesellschaft ein Fluch oder Segen? Und wo sind die Chancen und Risiken? Das fragen wir heute im Generationentalk zwei Menschen aus verschiedenen Generationen. Corinna Liebi ist eine ambitionierte Jungpolitikerin und Präsidentin der jungen GLP Kanton Bern. Als Digital Native engagiert sich die 25-Jährige im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit und Netzpolitik. Der Stefan Juhn ist der Smart City verantwortlich von der Stadt Thun. Der 55-Jährige Umweltökonom befasst sich seit Jahren intensiv mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das ist der Generationentalk zur digitalisierten Demokratie. Technik Samuel Müller, am Mikrofon Arbeschala. Ja, Corinna Liebi, Stefan Juhn, merci vielmals, seid ihr an diesem Generationentalk dabei. Die erste Frage, die ich euch möchte stellen, wie weit sind wir betreffend Digitalisierung in der Schweiz ganz generell? Corinna? Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Es freut mich, dass ich heute mal wieder von einem Publikum darf reden und nicht vor einer Zoom-Sitzung. Und das ist auch dort, wo ich möchte einsteigen heute Abend. Ich glaube, wir haben jetzt während der Corona-Pandemie sehr gut gesehen, was mit der Digitalisierung alles möglich ist. Und ich hoffe sehr, dass viele positive Sachen davon weiterhin bleiben, aber dass man dann auch wieder ab und zu Kontakt mit Menschen hat, das ist schon etwas, was ich sehr schätze. Ich glaube, grundsätzlich sind wir mit der Digitalisierung im Verhältnis zu anderen Ländern so irgendwo im Mittelfeld positioniert und ich glaube, wir haben durchaus noch viel Potenzial gegen führen. Ja, sehr interessante Frage. Da gibt es den E-Government Monitor, der vergleicht immer Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019 war ein Jahr, wo die Schweiz einen starken Aufwind drin gehabt hat. In den Jahren davor war die Schweiz in diesem deutschen Kontext, deutschsprachigen Kontext, eher meistens auf dem dritten Platz. Es liegt aber daran, weil das politische System, wo die Kantone sehr viel Freiraum haben und eigentlich freiwillig eingebunden werden müssen, und das einen Konsens braucht, sozusagen solche nationalen Anstrengungen schwerer Platz greifen. Aber man muss fairerweise dazu sagen, das ist mir wichtig, die Schweiz hat bei dem World Energy Transition Index fast immer den zweiten Platz, wechselt immer mit Norwegen zwischen Platz 1 und 2 und Österreich, was die gleich guten Ressourcen hat, hat nur Platz 8 und Deutschland nur Platz 16. Also ich sage das immer dazu, nicht das vermannt. Die Schweizer sind sehr bescheiden, aber dort, wo sie was machen und sich engagieren, sind sie meistens relativ schnell an der Spitze. Und das E-Government wird gerade so ein bisschen entdeckt. Darf ich gerade ansetzen? Stefan Juhn, ich habe ja am Anfang gesagt, du seist ja der Smart City verantwortlich von der Stadt Thun. Was verbirgt sich hinter dem Ganzen? Also, was ist genau deine Arbeit, die du dort machst? Also aktuell sind zwei Projekte im Vordergrund. Das eine ist, einen Prozess zu konzipieren, der dazu führt, dass es zu einer Smart City-Strategie kommt, die der Gemeinderat dann beschließen soll. Und begleitend dazu möchten wir versuchen, mit Mitarbeitenden und Mitgestaltenden von außen, also von außerhalb der Stadtverwaltung schon als Thun, aber keine Mitarbeiter der Stadtverwaltung, das können soziale Initiativen sein, Unternehmer, Einzelpersonen, gemeinsam Themen zu bearbeiten. Und wenn diese Themen zu konkreten Projektvorschlägen führen, zu schauen, welche von diesen Projekten können entweder von der Stadtverwaltung oder in der Zusammenarbeit von Kräften von außen und der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Also heißt in dem Fall Smart City oder einfach Digital City, Stefan? Also da gibt es verschiedene Denkschulen. Es gibt Städte, zum Beispiel Kaiserslautern oder ich glaube auch Darmstadt hat das gemacht, die verstehen den Smart City-Kontext sehr stark mit dem Fokus Digitalisierung. Mein Gefühl ist, in den letzten Jahren hat sich in der Schweiz ein breiterer Kontext durchgesetzt, wo Smart City nicht nur mit Digitalisierung gleichgesetzt wird, sondern es hat eigentlich drei Hauptgrößen. Die erste ist Lebensqualität für die Bürger, vor allem abgesichert für die Zukunft. Ressourceneffizienz und darunter besonders Reduktion der CO2-Emissionen. Und diese beiden Ziele sollen erreicht werden mit dem dritten Aspekt, das sind umfassende Innovationen,
Und die Digitalisierung ist einer dieser Innovationen. Aber es könnten auch soziale Innovationen sein. Aber könnte es auch heissen, dass vom Smart City ausgegangen, dass das vielleicht nicht gerade der digitale Einheitsbrei wird? Also beim guten Smart City-Prozess geht es darum, die spezifischen Stärken, die eine Stadt schon hat, eher zu stärken und noch besser herauszuarbeiten. Wir haben in Europa und in der Schweiz besonders, weil die Schweiz ja durch das, dass sie von den Kriegen, von den großen Kriegen verschont war, eine sehr breite Tradition, gut erhaltene Bausubstanzen, das ist weltweit einzigartig und das sind ganz hohe Assets und ganz große Qualitäten oder auch das Brauchtum oder die lokal spezifische Identität. Also diese Dinge gilt es nicht nur nicht zu verwaschen, sondern eigentlich eher zu stärken. Also ein Smart City Thun ist ganz spezifisch, thunspezifisch und ganz, kann nur dann gut funktionieren, wenn sie mit der Identifikation der Menschen vor Ort ganz stark ineinander geht. Also es geht eigentlich ums Gegenteil. Es geht darum, Konturen zu schärfen, lokalspezifische Stärken, wie heißt das so schön im Marketing-Sprech, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten und zu stärken und nicht irgendwie runterzumachen oder klein zu machen. Das ist sehr interessant. Corinna Liebi, was würdest du als Smart City-Verantwortliche als erstes lanciere? Also jetzt bezogen auf die Stadt Thun. Ja, es kann zum Beispiel Stadt Thun sein, es kann aber auch Stadt Bern sein. Also grundsätzlich, mir ist wichtig, oder ein Aspekt, den ich in der Smart City sehr wichtig finde, ist, dass wir ganz viele verschiedene kleine Zahnräder anfangen, angreifen und dass man wie eine gesamte Vernetzung hat. Also dass man wie nicht hier ein Projekt, da ein Projekt und hier eins hat, sondern dass man wirklich wie ein Gesamtkonzept ausarbeitet, wo man ja, wo die Sachen zusammenspielen. Und ich glaube, jetzt, zum Beispiel in Bern wäre etwas, was man angehen könnte, ist, dass man mehr Elektroladestationen zur Verfügung stellt, dass die aber auch wieder mit Sonnenenergie aufgeladen werden und dass man das wie in eine vielleicht Straße oder Quartierverbund würde einbetten. Also einfach so gezielt Massnahmen ergreifen, aber nicht nur eine, sondern eben ein ganzes Päckchen. Mhm. Corinna Liebi, man findet ja auf deiner Webseite als ambitionierte Jungpolitikerin deiner Positionen Digitalisierung und Netzpolitik. Was heisst das denn für dich, Netzpolitik? Also wo siehst du das Potenzial? Also grundsätzlich ist mir wichtig, dass man halt auch sich mal selber Gedanken dazu macht. Wir brauchen das Internet jeden Tag, aber was wollen wir eigentlich für Rahmenbedingungen? Also wie wollen wir auch die digitale Gesellschaft haben? Und was ist uns wichtig? Also jetzt im zum Beispiel im Social-Media-Bereich hört man immer wieder von Hate Speech und so. Und da finde ich es wichtig, dass man Regeln festlegt, ja, wie will man miteinander im digitalen Raum umgehen. Und ich glaube, das Gleiche braucht man auch bei der Netzpolitik. Da muss man sagen, wie soll sich die Schweiz digital sich präsentieren? Und wir haben es zum Beispiel beim Geldgespielgesetz, das vor einigen Jahren zur Abstimmung kam, recht dafür eingesetzt, dass man nicht anfängt, im digitalen Raum protektionistische Massnahmen einführen, dass wie der Zugang für den Schweizer Markt noch da ist und dass man für ausländische Unternehmen den Zugang zum Schweizer Markt sperrt. Und das sind Sachen, die man halt physisch machen kann, aber es sind Sachen, die kann man in den digitalen Raum transformieren. Und uns ist wichtig, dass man dort die klare Rahmenbedingungen schafft. Du hast es ja gesagt, Corinna Liebi, die digitalen Möglichkeiten haben wir ja während der Corona-Zeit, also beziehungsweise es dauert ja immer noch an, stark kennengelernt. Ist das jetzt ein neuer Schub für Digitalisierung? Auch eine Frage für dich, Stefan Juhn. Corinna, was sagst du dazu? Ja, ich denke, es hat sicher einen Anstupf gegeben, vor allem für die Personen, die sich vorher komplett verweigert haben und jetzt einfach wie gezwungen wurden, ja, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich denke, es gibt auch einige Leute, die überfordert waren damit und ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, die wie abzuholen und irgendwie eine Strategie zu finden, dass es nicht mehr Überforderung ist, sondern dass man damit gut kann leben und es beibehält. Also kein Rückschritt, aber einfach weiterentwickeln von dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und so konkret, wie könnte man das allenfalls verhindern? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt beispielsweise die älteren Menschen vielleicht auch noch ein bisschen abgehängt wurden durch die starke Digitalisierung. Was denken ihr zwei? Wie könnte man da auf alles vorgehen? Also ich finde es sicher wichtig, und es ist schon in unseren jüngeren Generationen, die mit dem aufgewachsen sind, dass wir ja Hand bieten, dass wir vielleicht Workshops anbieten und dass wir auch da sind, weil uns Leute ansprechen. Ich glaube, viele digitale Sachen passieren im Umfeld. Also
Grosseltern oder so, die einem halt schnell anrufen am Nachmittag, ob man nicht vorbeikommen und helfen mit dem Computer. Und ich glaube, da haben wir auch eine gewisse soziale Verantwortung, die wir müssen wahrnehmen müssen. Das finde ich sehr wichtig. Stefan Juhn, eben, die Frage habe ich ja schon vorher gestellt. Das Ganze oder die ganze Situation, die wir haben während der Corona-Krise, eben Schub für Digitalisierung, siehst du das ähnlich mit Corina? Also persönlich muss ich sagen, habe ich das angenehm erlebt, dass jetzt Online-Termine wesentlich üblicher sind. Gell? Spart einfach Reisezeit. Ein wichtiger Aspekt ist aber, da hat vorige Woche einen interessanten Vortrag gehört von der Personalverantwortlichen von SECO. Und die hat etwas sehr Interessantes gesagt. Die sind sehr früh als eine der ersten Organisationen in der Schweiz ins Homeoffice gegangen. Und ich gesagt, mit den Leuten, die schon ein Team sind, die die Zusammenarbeit gewohnt sind, weil die sich schon viele Wochen, Monate oder Jahre persönlich gekannt haben, war das Homeoffice kein Problem. Aber sie meint, und das ist eine vernünftige Überlegung, scheint mir, würde man nur Homeoffice machen oder nur diese Online-Termine, dann wäre wahrscheinlich die Beziehung, der persönliche Kontakt, der Zusammenhalt in einem Team möglicherweise nicht so gut. Und ich glaube, es braucht beides. Persönlich mag ich Online-Termine sehr gern, weil es einfach Zeit spart. Und weil man auch Dinge, die man so vorzeigt mit irgendwelchen Folien oder Unterlagen, schnell teilen kann und schnell mit vielen. Wir könnten zu dritt jetzt da gemeinsam Unterlagen anschauen, aber mit einem Online-Termin können wir mit allen 30 Leuten dieselbe Unterlage durchgehen und jeder sieht es gleich gut, hat schon Vorteile. Aber die soziale Beziehung, die in einem Team oder in einer Firma oder einer Stadtverwaltung eine große Rolle spielt, die muss auf andere Arten dann gepflegt werden. Absolut. Zum Begriff digitalisierte Demokratie, Corina Liebi und Stefan Juhn, da denkt man ja oft primär an E-Voting. Aber es betrifft ja auch ganz andere Sachen, zum Beispiel die Bürokratie an sich. Wenn es um Dokumente schicken geht, beispielsweise, hat man früher die Sachen noch häufig vorbeigebracht oder per Fax geschickt. Heute passiert das auch noch, aber vermehrt auch über E-Mail-Verkehr. Ein bisschen zynisch gefragt, wieso müssen wir eigentlich noch auf die Gemeinde? Corina Liebi. Ja, häufig. Weil die Infrastruktur hat noch nicht zur Verfügung gestellt, dass man es digital machen kann. Oder dass es irgendwie noch Hemmschwellen gibt. Immer gut aus Perspektive der Jungen. Gerade ein aktuelles Beispiel. Ich bin von Uedendorf auf Bern gezügelt und wollte mich dort abmelden. Ich dachte, wegen Corona mache ich doch das online. Ich bin auf die Gemeindeverwaltung Uedendorf online schauen. Und dort steht einfach, wenn man es online macht, kostet es 15 Franken. Wenn man vorbeigeht, ist es gratis. Und das ist genau einer von den Gründen, wieso sie finden, wir haben noch Potenzial nach vorne. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es trotzdem wichtig finde, dass Leute, die sich im Online-Raum wie nicht wohlfühlen, dass man für die noch eine Lösung hat, also dass die noch physisch hergehen können oder dass man zumindest eine Anlaufstelle hat, wo die sich auch melden können. Also ich finde, man muss so eine generationenübergreifende Lösung irgendwie finden. Das ist schon interessant, dass du das ansprichst, generationenübergreifende Lösungen. Stefan Juhn, in Zukunft, siehst du da auch andere Möglichkeiten? Man steht jetzt im Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Demokratie, genau, oder? Zum Beispiel das, was ich ja vorher gesagt habe. Corina Liebi hat ja erzählt, sie hat da ein Genuss gehabt mit dieser ganzen bürokratischen Geschichte. Naja, gibt es jetzt zwei Aspekte. Also, die Digitalisierung von kommunalen Dienstleistungen durch E-Government ist ein Thema und mein Eindruck ist, dass die Gemeinden sehr bemüht, es voranzutreiben. Nur viele rechtliche Vorschriften und Prozesse liegen nicht im Wirkungsbereich der Gemeinden, sondern sind eigentlich nur in einem übergeordneten Kontext novellierbar oder änderbar. Das heißt, die Gemeinden wollen das zwar, ich glaube, das ist heute schon fertig diskutiert, aber die haben gar nicht so viel Spielraum, wie der Bürger sich erwarten würde. Das ist die andere Geschichte. Und auf den anderen Aspekt, den du vorher angesprochen hast, würde ich vielleicht noch kurz gerne eingehen. Der Zusammenhang zwischen der Demokratie und der Digitalisierung. Und da sind aus meiner Sicht insbesondere die digitalen Medien zu sehen, die ja schon eine Revolution im Medienwesen darstellen. Und ich glaube, das Spannungsfeld, das wir heute haben, ist, dass dieses demokratische Bewusstsein 300 Jahre Zeit hatte zu wachsen seit der Aufklärung, mit dem das für uns heute selbstverständlich ist, mit dem wir jetzt leben, mit dem wir aufwachsen. Die rechtlichen Grundlagen, die sind ein paar Jahrzehnte alt, also 60, 70 Jahre vielleicht in der Größenordnung. Und diese Technologien, mit denen wir heute einen Großteil unseres Medienkonsums abfinden, die sind wenige Jahre, 10, 15 maximal alt.
Das heißt, es hinkt momentan, das Gebäude. Die demokratischen Prozesse seien eigentlich noch nicht fit genug, um diese Geschwindigkeit der digitalen Medien ausreichend zu reflektieren. Das heißt, es gibt zunehmend ein Gap in der Gesellschaft zwischen Information oder auch Desinformation und demokratischer Umsetzung der Willensbildung im Volk. Wie das zu lösen ist, das würde jetzt den Rahmen der Diskussion wahrscheinlich sprengen, aber es ist ein großes Spannungsfeld, das man nicht unterschätzen darf. Gut, was ich noch sowieso habe fragen als Smart City-Verantwortlicher, Stefan Juhn, da kennt ja noch oft der Begriff Datenvernetzung. Wird das denn noch näher in den Vordergrund rücken? Und wo sind allenfalls die Herausforderungen? Also, da gibt es auch wieder verschiedene Denkschulen. Es gibt eine Denkschule mit Open Data, die sagt, die Gemeinden sollten ihre Daten vernetzen und der Öffentlichkeit in anonymisierter Weise, also unter Wahrung des Datenschutzes, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil Initiativen, das können Sozialinitiativen sein, das können Unternehmen sein, mit diesen Daten arbeiten können, das ist die eine Geschichte. Aber es ist schon verwaltungsintern oft effizient. Man kann einfach viele Dienstleistungen besser an den Bürger zuschneiden, man kann sie effizienter machen und man kann auch Ressourcen einsparen. Ich meine jetzt gar nicht Personalressourcen, weil das ist einer der großen Ängste im Zuge der Digitalisierung, sondern einfach Wege, die man macht, indem man einfach verschiedene Daten übereinander legt. Da gibt es auch in der kommunalen Praxis eine Reihe von Beispielen. Das wird zum Teil jetzt schon gemacht und das ist aber oft noch so im Stillen und im Rampenlicht. Aber also das Tun ist mir bekannt, die Stadtverwaltung hat da in schon vielen Bereichen, gerade im Infrastrukturbereich, schon sehr viele effiziente Lösungen jetzt schon im Laufen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, durch die ganze Thematik, dass ja immer wie mehr auch vielleicht künstliche Intelligenz in den Vordergrund rückt und uns auch einen Teil von neueren Möglichkeiten gibt. Es ermöglicht uns ja auch beispielsweise, dass man Personen gezielter identifizieren kann. Weil früher hat es ja Dokumente gebraucht oder ein Passfoto. Und heute ist es ja vielfach ein biometrischer Pass, den wir ja haben. Corinna Liebi, wo siehst du in Zukunft weitere Möglichkeiten und wo sind die Vor- und Nachteile? Der Bund ist ja gerade am Diskutieren, respektive ist das Referendum ergriffen worden zu der sogenannten eID. Da geht es eigentlich darum, dass man wieder ganz Zahlungsverkehr, aber auch sonst einfach im ganzen Online-Raum in Identifikation hat, eine persönliche, zum Geschäft abschließen. Und das soll in Schweizerinnen und Schweizer, aber einfach auch der Bevölkerung, wie der Alltag sozusagen erleichtern. Und es ist halt einfach schon so, wir entwickeln die Sachen weiter, aber die Frage ist nachher, ja, wissen die Leute, wie brauchen? Und die andere Frage ist ja, auch, ist es sicher? Und das ist für mich als junge Person wirklich so eine der grossen Baustellen, wie sicher sind die Daten, die wir online haben. Und jetzt gerade bei eID ist es so, dass die Daten auch von Dritten gespeichert werden, respektive private Anbieter die eID dann ausstellen sollen. Und dort ist wirklich, muss man kritisch mal hinschauen und fragen, wollen wir das überhaupt und ist das wichtig und richtig. Und ich finde es gut, dass man forscht, dass man die Sache weiter vorantreibt, aber ich glaube, es braucht immer einen gesunden Menschenverstand noch dazu. Und nicht nur das Digitale, sondern halt eben auch wir, die noch aktiv mitdenken und sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Da möchte ich gerade nachhaken. Stefan Juhn, ist das vielleicht auch etwas, wo dir euch da im Smart City als Verantwortlicher, wo du das jetzt gerade gehört hast von Corinna Liebi, ist das auch etwas, wo dir auch überlegt, wegen EID? Also, meine persönliche Meinung, das hat jetzt nichts mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun, ist, dass es natürlich eine digitale Identität oder Identitätsnachweis natürlich sehr hilfreich ist. Aber ich glaube, dass man das nur freiwillig in Anspruch nehmen sollte. Ich glaube, dass aber solche Fragen nicht im kommunalen Sektor lösbar sind, weil man hat ja einen Reisepass, habe ich ja auch vom Staat und nicht von der Gemeinde. Also das ist, glaube ich, auf dieser nationalen Ebene zu sehen und wahrscheinlich am vernünftigsten wäre, wenn man solche Dinge mit Standards auf europäischer Ebene zumindest lösen würde, weil in Wirklichkeit ist unser Leben schon so vernetzt, dass sozusagen, wenn jetzt jedes Land in Mitteleuropa seine eigene EID-Verfahren schaffen würde, ja, geht sicher auch, aber macht es wieder alles sehr kompliziert. Ich glaube, wir sollten einfach schauen, wir sollten aus der Geschichte lernen, wie sich Technologie entwickelt.
Also wenn man anschaut, wie viele Eisenbahnlinien es nach wie vor in Europa, im vereinten Europa gibt und wie schlecht die synchronisiert sind. Warum? Weil es hat sich halt so entwickelt, das hat jedes Land für sich gemacht, weil es strategisch wichtig war. Heute sind die Grenzen weitgehend geöffnet, wenn nicht gerade Corona zuschlägt. Aber trotzdem sind diese verschiedenen Staatsbahnen sind weitgehend oder auch dort, wo sie privatisiert sind, sehr schlecht synchronisiert. Wir könnten viel mehr Güter CO2-frei transportieren, wenn es besser funktionieren würde. Aber obwohl das seit Jahrzehnten am politischen Willen gibt, passiert es nicht. Jetzt denke ich, wenn es jetzt im digitalen Bereich ebenfalls passiert, ich sage jetzt nur Deutschland, Österreich, Schweiz, die drei Länder, die zumindest ähnliche das gleiche Sprachgebilde haben, jeder wurschtelt da in seinem eigenen Kuchen herum. Ja, ist sicher machbar, aber effizient ist es nicht. Und ich glaube auch für die Arbeitssuchenden, für die Mobilität im Jobleben, für die Firmen wäre es schon gut, aber auch für mich als Privatperson, wenn ich da ein ähnliches System hätte. Ich glaube aber auch, das ist der Punkt, was die Corinna angesprochen hat, ich würde auch als Staat, ich glaube, dass gewisse sensiblen Geschichten beim Staat bleiben sollten und es gibt vielleicht zuarbeitende Firmen, die da unterstützen, aber ich würde mich auch wohler fühlen, wenn das bei einer staatlichen Organisation, bei einer Behörde oder so wäre. Es ist schon so, dass es so vielfach Gegenstimmen gibt. Beispielsweise, dass dann gesagt wird, man müsse aufpassen, sonst gäbe es einen Überwachungsstaat. Corinna Liebi, was sagst du dazu, wenn das in die Bühne gelegt wird? Also, das Argument Überwachungsstaat, das sehe ich jetzt eher weniger. Vor allem, weil ich einfach weiss, dass ich selber auf den Social Media aktiv bin, selber von mir sehr viele Sachen teile, was auch damit zusammenhängt, dass ich auch politisch aktiv bin und irgendwie durch das ein gewisses öffentliches Interesse besteht an den Inhalten, die ich habe. Und ich mache das wie bewusst. Und ich finde, wie teile das, was ich will, dass geteilt wird. Und mit dem kann ich leben und muss mich damit wie abfinden. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was jede Person selber für sich muss entscheiden, wie viel er oder sie möchte von sich preisgeben. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass, wenn man eine EID hat, es auf einen Überwachungsstaat rausläuft. Was ich vorhin einen sehr wichtigen Punkt habe gefunden, den Stefan hat angesprochen, Digitalisierung hört nicht an der Landesgrenze auf. Der digitale Raum ist halt weltweit und überall und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den man muss so mit einbeziehen. Und da ist natürlich auch das Interesse vielleicht von anderen Staaten da, an den Daten, die wir aus der Schweiz generieren. Und ich finde, man muss halt einfach Mechanismen einbauen, wo man irgendwie auch gewisse Kontrolle hat. Und wie gesagt, also kritisch hinterfragen, wenn man neue Sachen lancieren. Genau, so wie ich das jetzt rausgehöre, wir sollten nicht Angst haben, dass es dann Überwachungsstaat geben könnte. Genau. Wegen der Digitalisierung in der Politik kann man ja sagen, die Identifizierung, die wir ja vorhin angesprochen haben, mit diesen digitalen Möglichkeiten sollten auch bei digitalen Abstimmungen beispielsweise gewährleistet werden. Allerdings ist der Urnengang, wie wir ihn ja kennen, und wie er früher auch immer war, nach wie vor gegenwärtig. Es wird immer noch brieflich abgestimmt. Ja, Corinna Liebi, wieso passiert nichts? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin persönlich auch nicht für die Einführung des E-Voting, auch wenn ich es eigentlich sehr schön fände. Aber für mich überwiegen momentan die Risiken davor. Und zwar beim allgemeinen E-Government sehe ich jetzt nicht so ein Problem, weil ich der Meinung bin, dass die Dienste dass die Chance überwiegen. Aber das Problem beim E-Voting ist, wir haben Stimmgeheimnis. Und das Stimmgeheimnis ist von mir etwas, das wir als Schweizerinnen und Schweizer sehr hoch gewichten. Und das muss man auch können, sicherstellen. Und so wie das E-Voting momentan aufgelegt ist, weiss man, dass man das nicht kann. Und darum lehne ich das im aktuellen Moment ab. Das ist noch interessant, dass du das so ansprichst, weil Länder wie beispielsweise Estland, die haben das Problem irgendwie nicht. Also dort wird schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, seitdem dass es den Baltikumstaat gibt, wird E-Voting betrieben. Das finde ich jetzt eigentlich ein lustiger Aspekt, weil ich das Gefühl habe, in letzter Zeit war es tatsächlich so, dass viele Länder, die sie wohl Dinge eingeführt haben, jetzt wieder zurückkrebsen sind und merken, dass sie Lücken haben und gehackt wurden. Man hat ja in der Schweiz noch mehrere Testläufe gemacht und die sind auch von Hackern nachher sabotiert worden. Ich glaube, man muss durchaus weiter daran forschen. Ich würde mich mega freuen, wenn es in Zukunft mal so weit wäre, dass wir sagen können, okay, jetzt ist es sicher zu den Rahmenbedingungen, die wir wollen. Und dass man es dann noch einführt. Ich glaube, für einen Moment aber beim E-Voting würde ich tendenziell lieber einen Schritt zurückgehen, statt einen zu schnell führen.
Und man kann ja gut von einer Zwischenlösung ausgehen. Also, was ich zum Beispiel sehr sinnvoll fände, ist, dass man wie bei der Steuererklärung auf Antrag kann sagen, okay, ich will das nicht mehr im Papier zugeschickt bekommen, sondern nur noch den Stimmzettel, den ich unterschreiben muss, die Stimmkarte und dafür das ganze Papier nicht mehr. Dass man das für das wie einen QR-Code bekommt und das online kann schauen kann, aber dafür wirklich dann nur noch das Papier hat, das man effektiv zum Abstimmen braucht. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen mit einer Mischlösung ja, wie dem Ganzen entgegenkommen. Das fände ich sinnvoll. Stefan Juhn, wir haben es jetzt gerade gehört von Corina. Was denkst du dazu über E-Voting hier in der Schweiz? Ja, da muss ich jetzt ganz offen sagen, ich bin kein Schweizer Staatsbürger und das ist eine Frage der Schweizer Politik. Generell muss ich sagen, wir haben ja unterschiedliche Rollen. Ich bin eine junge Politikerin, ich bin bewusst nicht politisch tätig, sondern rein fachlich tätig. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es mir zusteht, als Nicht-Schweizer den Schweizern zum E-Voting jetzt einen Rat zu geben. Fachlich kann man vielleicht sagen, wenn man es historisch sieht, dass sich einfach verschiedene Methoden weiterentwickelt haben, aber das mit dem Urnengang ist eine große Tradition und ich muss einfach da jetzt auch ganz offen als Nicht-Schweizer sagen, diese Schweizer Demokratie, die über Hunderte aufrechterhalten und verteidigt wurde, erfolgreich verteidigt wurde, wird, das kann ich als Österreicher schon sagen, wird sehr bewundert und wird vom Ausland als ideal angesehen oder als eine tolle Sache. Also bei uns hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bemüht, gerade diese politische Kultur oder Tradition der Schweiz nachzuahmen. Es ist uns, wenn man manche Dinge in meinem Land anschaut, nur bedingt gelungen, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Nein, ich glaube, es steht mir nicht so, mit zu so einem spezifischen Thema zu äußern, das ein Schweizer Politikum ist. Gut, schade, weil ich hätte noch die Frage gestellt, wie könnte man das vereinbaren grundsätzlich? Also Politik und Digitalisierung, weil es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir haben es ja gerade gehört wegen E-Government. Aber wie sieht das aus mit der digitalen Partizipation, Stefan Juhn? Das ist ein guter Punkt. Also die digitale Partizipation, wenn sie so gemacht wird, dass die Bürger und Bürgerinnen verstehen, wo ihre Möglichkeiten liegen, und der Rahmen auch so klar und abgegrenzt ist, dass die politische Verantwortung, die ja bei Gesetzeskraft immer bei den gewählten Organen, also bei der Exekutive und bei der Legislative bleibt, dann hat es sehr, sehr viel Chancen, das Gemeinwesen weiterzuentwickeln, weil man sehr schnell, sehr relativ kostengünstig zu ganz konkreten Themen die Meinung der Bevölkerung abholen kann. Aber da ist eben auch wichtig, das ist der Großteil dieser Prozesse haben eher konsultativen, also beratenden und kann abstimmen Charakter. Bei einer Abstimmung sagt das Stimmvolk ja oder nein oder gibt und das ist dann so. Bei partizipativen Prozessen geht es eher meistens darum, Anregungen, Ideen, Vorschläge abzuholen oder auch gibt es auch Tools, die ermöglichen, dass die Bürger in einem gewissen Quartier oder zu einem Platz Vorschläge machen und dann können die gleichen Bürger, die dort wohnen, diese Vorschläge ranken, was wollen wir mehr, was wollen wir weniger. Die letzte Entscheidung bei solchen Prozessen bleibt dann schon bei der gewählten Politik. Mhm. Aber ich habe als ein Politiker, der sowas entscheiden will, hat ein viel besseres Stimmungsbild. Aha, was wollen Sie denn? Oder es gibt sogar die Möglichkeit, dass, ich sage, eine Gemeindeverwaltung sagt, in einem gewissen Bereich, keine Ahnung, für die Gestaltung von einem Platz oder bei einem Neubau von einem Quartier, gibt es einen gewissen Betrag, ein Budget, Participatory Budgeting, wo die Bürger selber sagen können, ja, mit dem Platz, da wollen wir einen Brunnen gestalten, mit dem Geld wollen wir einen Brunnen gestalten oder ein Bänkli oder was auch immer, mehr Bäume, keine Ahnung. Also das eröffnet schon die Möglichkeit, um das Verwaltungshandeln und die politischen Entscheidungen näher an den Bürger Sinn hinzubringen, aber die Letztverantwortung der Entscheidung, was wirklich passiert, das muss man den Bürgern sagen, das bleibt dann schon bei den gewählten Mandataren, das muss ja von Rechtskraft auch so bleiben. Kein Gemeinderat oder Stadtrat oder wie immer die Gremien heißen, kann seine politische Verantwortung ans Volk zurückdelegieren, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das ist eine interessante Antwort, Stefan Juhn. Corina Liebi, bei euch in der GLP. Habt ihr in Sachen digitale Partizipation, habt ihr da gewisse Positionen, die ihr eingeht? Also grundsätzlich ist es so, dass wir das eigentlich fördern. Wir die auch allgemein die Partizipation der Bevölkerung sehr fördern als GLP. Wir haben ein Lab gegründet, das heisst GLP Lab.
Das ist ein Event, das regelmässig zu einem thematischen Schwerpunkt stattfindet, wo alle Leute aus der Bevölkerung mitschaffen, Ideen einbringen dürfen. Und die tut man dann mit Expertinnen und Experten konsolidieren. Und das gibt dann wie ein digitales Produkt drauf, also ein Positionspapier. Und wir versuchen dann auch, halt das umzusetzen. Also, wenn es jetzt politisch, aber auch mit Projekten, die wir anreißen. Und wir haben jetzt während der Corona-Zeit auch recht viel Sachen so digital gemacht. Also zum Beispiel die GLP Kanton Zürich hat die sogenannte Digital Town Hall ins Leben gerufen. Das ist eigentlich ein Zoom-Meeting, wo Expertinnen und Expertinnen oder Parlamentarier drin sind und die einfach Fragen beantworten oder ein bisschen zu einem Thema erzählen. Und das finde ich mega spannend. Und da haben sich auch recht viele Leute, die nicht Parteimitglied sind, nachher eingeloggt. Und so versuchen wir auch ein bisschen, den partizipativen Charakter bei unserer GLP sicherzustellen. Jetzt von den Positionen her, grundsätzlich, uns ist als GLP wichtig, dass die Leute das Vertrauen haben in die digitalen Instrumente, die wir brauchen. Es bringt nichts, wenn wir Sachen einführen, die die Leute nachher skeptisch gegenüber sind. Zum Beispiel gerade E-Voting, was die Leute nachher nicht brauchen, dann bringt es uns wie nichts. Weil dann beteiligen sich weniger Leute beim Abstimmen und dann sind wir schlussendlich einen Schritt weiter zurück. Und das müssen wir verhindern. Darum, ich glaube, es hat auch viel mit Sensibilisierung, Aufklärung und mit einem pragmatischen Fortschritt in kleinen Schritten zu tun. Spannende Ansichten. Stefan Juhn, Corinna Liebi, wir kommen zur letzten Frage. In Bezug zur analogen Welt. Was darf für euch ausgesehen nie digitalisiert werden? Stefan? Puh, das habe ich mir jetzt nicht so genau überlegt, aber also, was mir in dem Kontext wichtig ist, wenn man so über Demokratie und Digitalisierung redet, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das Vertrauen in den Rechtsstaat und in den Staat als solches stärkt. Das ist sehr wesentlich. Die Risiken haben wir noch wenig angesprochen von der Digitalisierung. Das, was da passiert ist mit Cambridge Analytica und all diese Manipulationen. Das Problem, dass bei Social Media viele Leute in einem Echoraum sind und nicht mehr andere Meinungen auffangen und so weiter. Das würde jetzt aber dann die Frage springen, was aus meiner Sicht nie digitalisiert werden sollte, weil ich habe sogar schon Vorträge gehört, wo es darum um Spekulationen gegangen ist, dass man sein eigenes Bewusstsein in einen Computer ablegt und somit Unsterblichkeit erreicht. Und da muss ich sagen, das würde jetzt für mich kein Ideal sein. Ich glaube, Persönlichkeiten und das, was den Menschen ausmacht, sollten, meine private Meinung, bitte lieber beim Menschen bleiben. Und dieses ganz Spezifische wäre man schon lieber, wenn man da mal... Das Digitale ist ein Instrument und fertig. Ja, so wie andere Instrumente auch. Und man hat das entwickelt, man kann das zum Vorteil, man kann das schlecht nutzen. Aber das spezifische Menschliche lassen wir lieber dort, was hingehört, würde ich sagen. Genau. Ja, also meine Antwort würde etwa in die gleiche Richtung gehen. Versteht ihr mich? Gut. Meine Antwort würde etwa in die gleiche Richtung gehen, also so ein bisschen das Menschliche und die persönlichen Beziehungen anbelangt. Also ich finde es trotz allem Digitalen und so trotz all den Zoom-Sitzungen, die ich in letzter Zeit hatte, so cool, wie ich die finde, es ersetzt nicht die persönlichen, menschlichen Kontakte, mit jemandem das Gespräch suchen, Personen live zu sehen. Das ist etwas, was mir mega wichtig ist und das ist etwas, was ich eigentlich nicht möchte digitalisieren. Oder respektive, man kann es digital machen ab und zu, aber das andere muss auch noch möglich sein. Ja, das war der Generationentalk mit der Corinna Liebi und dem Stefan Juhn. Merci vielmals euch zwei. Technik Samuel Müller, Schnitt Jonas Kipfer und am Mikrofon der Arbschala. Der Generationentalk. Mit der Corinna Liebi und dem Stefan Juhn. Leben im Alter. Wie wollen wir zukünftig unsere Lebensabend verbringen? Wir fragen es im nächsten Generationentalk. Dann dabei die 20-jährige Autorin Ronja Fankhauser und der 44-jährige Zentrumsleiter Adrian Juncker. Der Generationentalk von uns, das Generationentandem, am Dienstag, 29. September im Kirchgemeindehaus zu Münsingen. Kommt vorbei und diskutiert mit. Der Eintritt ist frei. Das neue Jahresprogramm vom Generationentalk und alle Talks zum Nachhören, das findet ihr auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.
So, damit sind wir am Ende gekommen. Noch einmal, merci vielmal, Corinna Liebi, Stefan Juhn. Wertes Publikum, jetzt habt ihr die Gelegenheit, im zweiten Teil Fragen an die beiden Gäste zu stellen. Ich übergebe das Wort an meinem charmanten Co-Moderator, Robin Glauser. Ja, merci, Arber. Genau jetzt kommt die Zeit, wo ihr könnt Fragen stellen. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich den Arber verdecke. Könnten wir nicht das Licht ganz wenig anmachen jetzt? Das mache ich ins Publikum hineingesehen, weil ich sehe nicht mehr so gut mit den Brillen. Genau, merci vielmals. Ja, gibt es gerade Fragen? Sonst würde ich eine stellen. Oh ja, der junge Mann da vorne bitte. Ja. Merci. Ihr habt ein paar Mal gesagt, das führt ins Weit. Und da hören wir auf, auch gerade am Schluss da Cambridge Analytica. Wenn man es ein bisschen auf die Spitze treibt, dann könnte man sagen, es sind nicht mehr Politiker, die uns eigentlich regieren, sondern es sind ein paar Firmen. Das geht jetzt tatsächlich, glaube ich, noch weit über die Sache aus, aber durch einen ganz wesentlichen Aspekt. Wir werden gezwungen, nicht vom Bundesrat, nicht von unseren Behörden, sondern von kommerziellen Firmen, die eine wahnsinnige Macht haben. Frage ja, da hast du, ja. Das Mikrofon geht noch nicht. Gut, wunderbar, merci. Aus der politischen Sicht, als ich reden kann, habe ich nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. Also ja, wir haben eine Lobby natürlich, die arbeitet im Hintergrund, für eure Anliegen durchzubringen. Aber ich glaube, schlussendlich der Entscheid und der gesetzliche Rahmen auch im digitalen Bereich setzen immer noch mehr als Politikerinnen und Politiker. Vor allem natürlich die nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und so viel zu sagen, haben die Firmen doch auch nicht, dass sie uns da einfach wie alles vorschreiben könnten. Ich finde es durchaus wichtig, dass wir wie mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und dass man einfach eine Lösung findet, die für alle annehmbar ist. Und ich glaube, da haben wir mit dem Schweizer System etwas sehr Gutes, weil das tut Interessensgruppen von Anfang an in politische Prozesse einbinden. Und darum glaube ich, dass es nicht so ein Problem ist. Also partiell kann ich Ihre Meinung gut verstehen, weil das wäre mir zu dieser Frage vom Überwachungsstaat eigentlich eingefallen, zu sagen. Gell? Man könnt, das war dann ein bisschen ein anderes Thema und soll man sich nicht in den Vordergrund drängen, aber da wäre mir eigentlich als Antwort aufgefallen, wir haben die Überwachung schon lange. Zwar nicht vom Staat, aber von Google. Ja, im Grunde genommen, Google, das ist ja nachgewiesen worden in der Reportage, Google weiß von uns mehr, wie wir wahrscheinlich selber wissen. Oder wie Ihre Frau oder meine Frau von mir weiß. Also so gesehen, diese Überwachung gibt es. Ja, gezwungen wird man nicht, weil man könnte Google einfach vom Handy löschen. Aber man hat halt dann Google Maps und alles Mögliche und YouTube und so weiter und so fort. Bekannte oder Freunde von mir, die schalten dieses Standard-Tracking bewusst aus, aber dann kann ich wieder Google Maps nicht bedienen. Also, ich kann Ihnen zustimmen oder ich bin auch der Meinung, dass es einzelne wenige sehr große Firmen haben, die eine enorme Datenmenge haben über jeden Einzelnen von uns. Gezwungen wären wir nicht wirklich, aber es ist sicher nicht unproblematisch. Drum muss ich auch sagen, gefällt mir vieles, was man in der Schweiz begegnet, sehr gut, dass man sich Lösungen anschaut und die auf Schweizer selber nachbastelt und da dann im kleinen Rahmen super abgesichert macht. Finde ich eine super Idee. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen Swiss Ness. Ich glaube auch, dass, was die politische Zukunft anbelangt, ich glaube, dass die Europäer sich mehr trauen sollten, hier den europäischen Standards einfach durchzuzwingen, weltpolitisch. Ob das geht, werden wir sehen. Okay, merci. Ich habe jetzt gerade bei Elias gesehen, dass es eine Frage für unser Online-Publikum gibt. Wir würden doch die kurz vorlesen. Genau, der Roger German will via Facebook-Livestream wissen, wer eigentlich entscheidet, wer im digitalen Raum was darf sagen. Also ob das jetzt eigentlich Plattformen sind wie Facebook und so weiter oder ob wir auch im digitalen Raum in dem Sinn auch Gesetze haben, die sagen, was man darf sagen und was nicht. Das ist eine sehr gute Frage, weil die Grenzen sind fließend. Zum einen sagt es natürlich das Portal über ihre Nutzungsbedingungen und gleichzeitig versuchen Regierungen, diesen Firmen sozusagen gewisse Schranken aufzulegen. Geht aber nur bedingt, weil die wirklich großen Player haben ihre Firmensitze, die Hauptsitze in den USA, wo das ganze
Gefühl für Datenschutz oder die, wie soll man sagen, das Sentiment, also die Widerstände oder die Bedenken dagegen wesentlich schwächer ausgeprägt sind als in Europa. Da gibt es einen jungen österreichischen Juristen, mir fällt der Name leider nicht ein, der hat erfolgreich, leider, kann man wieder nachgoogeln. Auf jeden Fall, der hat erfolgreich über mehrere Jahre gegen Facebook prozessiert, um denen höhere Datenschutzbestimmungen aufzuzwingen. Und der hat sich mit dem sehr profiliert. Aber grundsätzlich ist es gemischt. Die Staaten haben gewisse Regeln. Und wenn also diese Regeln gemeinsam versucht, wie im EU-Kontext gegenüber Facebook durchzudrucken, geht es ein Stück weit. Aber diese Diskussion ist im vollen Gange. Die Franzosen haben Steuern gemacht, um Facebook und YouTube zu besteuern. Der Trump hat ihnen sofort den Wein und den Champagner und den Brie wieder zurückbesteuert, sind die Franzosen wieder zurückgerudert. Also da ist auf weltpolitischer Ebene eine sehr harte Diskussion im Gange. Merci. Vom Publikum gibt es da gerade noch Fragen? Rion, Sie haben am Anfang der Besprechung gesagt, dass es einen Monitor gibt, bei dem man international die Digitalisierung der Länder vergleichen kann. Ja. Da stellt sich die Frage, was sind da die Faktoren? Also wie wird die Digitalisierung dann gemessen? Das wird einfach, also das werden Befragungen durchgeführt, ich weiß nicht auswendig, wie viele Leute jetzt befragt werden. Aber da wird zum Beispiel erhoben, da werden Konsumenten befragt, wie oft nutzen sie digitale Services von Gemeinden. Oder da werden Konsumenten befragt, wie verbreitet ist ihr Zahlungsverkehr auf digitaler Form und so weiter und so fort. Das sind einfach standardisierte Befragungen, die in allen drei Ländern gleich geführt werden und die sich, glaube ich, am stärksten richten eben an Konsumenten. Und da vergleicht man halt, was sagen die Schweizer, was sagen die Deutschen, was sagen die Österreicher. Es gibt eine schweizweite Befragung, gab es auch, ich muss jetzt gerade schauen, wie hat die geheißen. Es gab, glaube ich, Ende des Jahres, im November 2019, eine Befragung innerhalb der Schweiz, wo man Meinungsbildner, also Entscheidungsträger gefragt hat, Unternehmensleitende und leitende Verwaltungskörper, wie sie die Digitalisierungssituation in der Schweiz einschätzen. Und da wurde das mit so bald, das sind, glaube ich, 1000 Leute befragt worden. Das ist aber nur Schweiz-only. Also da war nur die Schweizer Perspektive. Und es gibt da ein gewisses Stimmungsbild, wie stark schätzt man, dass die Digitalisierung schon ist. Und da war von einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 ganz wenig ist und 5 ganz viel, da war der Mehrheit oder der Großteil bei 2 vom Potenzial. Merci. Weitere Frage? Das ist schon mit dahinter, da mache ich noch ein paar Schritte mit meinem Fitbit. Das ist doch gut. Guten Abend. Ich habe eine Frage, die eigentlich zum Randthema, wo mich eure Meinung persönlich wundern würde. Und zwar ist das Wort KI, künstliche Intelligenz. Und auch ganz am Anfang von der Frau Liebe das Wort Solarenergie. Und gut, wir sind meiner Meinung nach Gott sei Dank noch nicht bei den selbststeuernden Autos. Aber meine Frage ist auch die, wenn man Digitalisierung heisst, für mich auch immer Modernisierung. Das heisst, es wegkommen auch von der Kern-, also von der Atomkraftenergie, von der fossilen Energien. Aber trotzdem denke ich mir, wie gerade bei Solarpanels oder bei Elektroautos, habe ich aber auch da kritische Stimmen gehört, dass wir gar nicht wissen, wie wir das Ganze umweltfreundlich produzieren, wie wir das können. Die Energiespeicherung ist noch nicht so weit und auch entsorgen wäre sehr umweltschädlich. Und da ist einfach meine Frage, ich habe einfach Angst, dass wir dann quasi zu schnell grüne Autos machen und nachher nicht wissen, was machen wir dann mit den Überbleibseln, was machen wir dann mit dem Müll, was ist Ihr Standpunkt da dazu? Vielleicht zum ersten Punkt, künstliche Intelligenz. Ich glaube, man hat dort sehr viel Potenzial, dass wir die gut und sinnvoll einsetzen können. Aber ich glaube, auch dort lohnt es sich, einfach mal mit Pilotversuchen zu starten, zu schauen, wie es sich entwickelt. Und dann wieder zurückgehen und nachher es nochmal neu bewerten und anschauen und schauen, wo muss man jetzt nochmal ein bisschen schärfen, damit es wirklich so ist, dass wir es aktiv einsetzen können. Dort finde ich, ist immer so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, sollte man die auch dort nicht aussen vorlassen. Und jetzt in Bezug auf die Solarzellen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man Solarenergie unbedingt fördern muss. Ich bin auch der Meinung,
dass recht viel läuft im Bereich, wie die Solarzellen hergestellt werden, aber zum Beispiel auch bei Elektroautos, wie die Batterien hergestellt werden. Das ist immer so eine grosse Diskussion. Ja, aber die Batterie, die ist ja gar nicht mega umweltfreundlich. Und ich glaube, je mehr Zeit wir investieren, je mehr Leute es kaufen, desto mehr Geld steht wieder zur Verfügung, um wieder in die Forschung zu investieren. Und ich glaube, wir werden dort viel saubere Produkte in den nächsten Jahren bekommen. Und auch bei den Flugzeugen sind sie am Forschen, dass man zum Beispiel andere Treibstoffe hat oder dass sie mit Elektro fliegen würden. Und ich glaube, ja, es ist mega spannend, das zu beobachten. Und ich glaube, ich muss einfach auch mit einer gewissen Neugier hergehen und auch finden, okay, ich lasse mich darauf ein und schaue, was kann Gutes daraus werden. Herr Juhe, möchtet ihr auch noch einen Kommentar abgeben? Ja, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also, Sie sprechen einen extrem wichtigen Punkt an, nämlich das Verhältnis zu Ethik und Technik. Ja. Und jetzt nur mal kurz aus der Horrorecke. Ich habe einen Vortrag gehört, den hat der Autor betitelt mit Computer töten Menschen. Ja. Dann haben wir uns gedacht, ja, das ist halt quasi, weil Fehler passieren. Kurz gefasst, er hat dann von einer technologischen Entwicklung berichtet, die die Firma Lockheed gemeinsam mit Google macht oder gemacht hat, die gibt es schon. Und zwar, das sind intelligente Drohnen, die fliegen durch die Gegend und die können praktisch 200.000 Menschen in einem Blick haben und beobachten, und nach gewissen Kriterien trifft diese Drohne die Kill-Entscheidung, also quasi die Drohne schießt runter und er tötet einen von diesen 200.000 oder 10% oder keine Ahnung, das trifft die Drohne selbstständig. Die braucht gar keinen Kommandanten mehr in irgendeinem ferngesteuerten Bunker, sondern das macht die Drohne alles selbstständig. Die kann ich drüber fliegen lassen als entsprechendes Militär und die dort dann halt nach gewissen Kriterien die paar Prozent oder wenn auch immer aussortieren und eliminieren. Nicht wirklich super, glaube ich. Oder, also, das sind die Punkte, wo man denkt, manche Dinge wären besser nicht erfunden worden. Und es hat dann dazu geführt, dass manche Leute, die da bei Google sind, Google verlassen haben. Und dann hat Google ein neues Personalreglement erlassen, und zwar, dass der Google-Mitarbeiter das Recht hat, die Mitarbeiter an Rüstungsprojekten zu verweigern, ohne dass er Nachteile hat, keine Karrierekonsequenzen und sonst was. Also, der lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, jedes Instrument, jedes Werkzeug, was der Mensch erfunden hat, kann man so oder so verwenden. Durch das, dass wir jetzt momentan Instrumente erfinden, wo die Wirkung extrem skalierbar ist, also viel größer ist, müssen wir auch das Ganze, was mit Ethik und mit Verantwortung zu tun hat, ebenfalls weiterentwickeln und noch mehr schärfen. Weil ich finde, diese Vorstellung, dass irgendwo eine Drohne herumfliegt, und unter 200.000 Menschen, welche auswählt, wenn es nur fünf, wenn es nur einer ist, den sie dann selbstständig aus dem Leben nimmt, finde ich nicht super und eher beunruhigend, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hat gerade die künstliche Intelligenz, was die Corinna angesprochen hat, die Energiewende, die Optimierung des Energiesystems, künstliche Intelligenz schafft es zum Beispiel aus vielen kleinen Biomassekraftwerken, die so miteinander zu steuern, dass die wirken in der Aufrechterhaltung des Stromnetzes wie ein Riesenkraftwerk. Das ist super. Das ist die Voraussetzung für den Ausstieg aus der Kernenergie, das ist die Voraussetzung für den Ausstieg aus der Kohleenergie. Also bei allen diesen Instrumenten haben wir ein riesen Nutzenpotenzial. Wir haben das Potenzial, dass wir eine Lebensqualität schaffen, die gut ist für alle Menschen, ohne oder mit sehr geringen Umweltfolgen. Also wir haben Chancen, die noch nie eine Generation davor hatten, aber wir haben auch Bedrohungsbilder, die wirklich beim Orwell zu Hause sind. Und ja. Merci. Wir haben wieder eine Frage von online, vom Livestream. Genau, der Norbert Fischer schlägt eigentlich gerade ein bisschen die gleiche Themenrichtung. Es ist am Anfang so ein bisschen viel geredet worden von Digitalisierung im Alltag, was das dort bedeutet. Und er fragt jetzt, was es bedeutet, wie ein Großteil der Jobs durch Digitalisierung eigentlich überflüssig werden und was das für soziale Folgen gibt und wie da Politik und Gesellschaft damit umgehen soll. Ich kann dazu ein gutes Beispiel bringen. Und zwar haben wir die Diskussion mal gehabt, was darum ging. Tut man Grundbuchämter in die Stadt verlegen? Dann gehen vielleicht auf dem Land, sagen wir, sie sind im Oberland platziert, gehen dort Arbeitsplätze verloren. Und ich glaube, es ist gerade umgekehrt. Dort bietet die Digitalisierung mega viele Möglichkeiten, dass man die Arbeitsplätze erhalten kann. Und zwar ist eigentlich die Idee, dass
die Leute die müssen nicht aus meiner Sicht heute auf Grundbuchamt Frutigen rausfahren, sondern die können die Aufträge online geben. Man schickt sie zurück und die Leute können in Frutigen arbeiten und das machen. Die haben lokal ihre Arbeitsplätze, die müssen nicht nach Bern pendeln, sondern die haben einen Kurzarbeitsweg. Und ich glaube, dort haben wir eine Chance mit der Digitalisierung. Und das ist nicht negativ aus meiner Perspektive. Herr Juhn? Also, die Digitalisierung bringt ganz sicher für die gesamte Gesellschaft Produktivitätsgewinne. Das ist die eine Seite. Die Frage ist, wie werden diese Produktivitätsgewinne verteilt? Ja? Wenn also Produktivitätsgewinne, die wir gesamtgesellschaftlich machen, und die Beteiligung an diesen Produktivitätsgewinnen aber nur am Erwerbseinkommen, das ich durch bezahlte Arbeit habe, hängt, dann stellt sich natürlich die Frage, ob viele Tätigkeiten, die dann immer notwendig sind, wie werden diese Menschen versorgt? Weil natürlich werden auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen, aber andere. Und man muss einfach ehrlich genug sein, dass viele Tätigkeiten, die durch die Digitalisierung wahrscheinlich weniger gebraucht werden, von Menschen ausgeführt werden, die vermutlich nur bedingt das Qualifikationspotenzial mitbringen, um dann diese anderen neuen Tätigkeiten ausführen zu können. Ich glaube, da darf man sich Gesamtgesellschaft nicht drum herum mogeln. Das war bei jedem Technologiebruch irgendwie so. Und man muss deswegen nicht in Panik verfallen. Man muss sich einfach überlegen, kann sich eine Gesellschaft, die so hohe Produktivitätsgewinne machen wird, sich nicht leisten, dann diese Menschen ebenfalls in einer würdigen Existenz mitzunehmen? Es ist eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das hat wieder so mit der Ethik zu tun. Persönlich glaube ich, man sieht es in der Corona-Situation sehr gut. Staaten, gesellschaftlichen, wo es an gewissen Grundkonsens, es gibt unterschiedliche Parteien, die sagen weniger Sozialleistung, manche wollen mehr, aber wo es einen gewissen Grundkonsens gibt, wieder sage ich Deutschland, Österreich, Schweiz, dass es Systeme der sozialen Sicherung, des sozialen Zusammenhalts braucht, die performen in der Corona-Krise wesentlich besser. Ja? Man lernt gerade durch diese Infektionsgeschichten und diese Virusgeschichten, dass sie mein persönliches Glück vom Glück des Mitmenschen in meiner Gesellschaft nicht vollkommen abkoppeln kann. Im Grunde, mit dem Klimawandel sitzen wir, ob wir wollen oder nicht, ich kann das jetzt toll oder schlecht finden, aber im Grunde sitzen wir als Menschen irgendwie im gleichen Boot und das dürfen wir bei der Digitalisierung nicht außer Acht lassen. Also ich finde, man muss schon im Auge haben, es werden Jobs wegfallen und es werden ganze Branchen sich verändern und es wird Leute geben, es wird einfach Menschen geben, die mit dieser Entwicklung und auch vom intellektuellen Potenzial, vom Ausbildungsniveau nicht zur Gänze mitkommen werden. Und wir müssen denen ein Angebot geben, sonst ist es einfach nicht fair und für die Gesellschaft nicht gesund. Merci. Gibt es noch weitere Fragen jetzt gerade vom Publikum? Ja. Noch etwas, der Bereich Verkehr angeht oder Mobilität im Allgemeinen haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten. Da gibt es ein riesiges Potenzial. Also, wenn ich im Zug unterwegs bin, ist der selten voll. Auf der Autobahn ist es noch schlimmer, wir haben immer Stau auf der A1. Ich glaube, das wissen wir alle. Meistens ist es eine Person, die im Auto hockt, ich bin genauso wie meistens allein unterwegs. Was gibt es jetzt für Massnahmen oder Instrumente, dass wir das Ganze noch effizienter gestalten können und wie können wir da Digitalisierung dazu nutzen? Also ich bin der Meinung, das Mikrofon geht nicht. Ist gut, merci. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dort mit den Kapazitäten arbeiten und eben genau die Digitalisierung nutzen, um zu schauen, wie schaffen wir es, dass wir eine bessere Verteilung herbekommen. Gut, zum Beispiel beim ÖV. Ich meine, die Stosszeiten, der Zug ist immer voll und das ist dann, wo sich die Leute darüber aufregen, aber tagsüber ist die Auslastung fast nichts. Und da könnte man zum Beispiel mit einem sogenannten Mobility Pricing arbeiten, also dass man mit den Ticketpreisen schaut. Ja, wenn kann man günstiger reisen und wo kann man attraktivere Preise sozusagen auch schaffen, dass die Leute, die dann Zug fahren, wo die Auslastung nicht so gut ist, dass die etwas weniger zahlen und dafür die anderen etwas mehr, sodass man halt einfach damit steuern und versucht, möglichst grosse Kapazität herzubekommen. Und ich glaube, Digitalisierung bietet uns dort Hand. Ich glaube, ja, schon nur, dass man jetzt Tickets online lösen kann und so. Wenn ich mich noch erinnere, als Kind, wo ich immer noch einen Billettautomat habe, musste ich das Billett von Hang rauslassen. Das ist Jahre her. Und ja, ich sehe da durchaus viel Potenzial, dass man im Verkehrsbereich noch etwas machen kann. Herr Juhn? Also Mobilität ist ein sehr breites Feld, hat ungefähr 30-40% Anteil an der CO2-Emission. Früher
wenn man versucht zu sagen, Verkehr ist gut, der unterbleibt. Aber wenn wir jetzt anschauen, wie viel Verkehr weniger ist in der Corona-Krise, was das für wirtschaftliche Folgen hat, kann man das auch nicht toll finden. Gerade der Austausch von Gütern und Waren ist für unsere Wirtschaft wichtig und ist ein sinnvolles Teil unserer Lebensqualität, unserer Wertschöpfung. Also da gibt es eine ganz interessante Initiative von, ich glaube, 10 oder 12 Leuten. Ich habe einen Vortrag gehört vor kurzem mit von Herrn Ackermann. Da haben sich Coop und, ich glaube, 12 oder 13 andere Firmen zusammengetan und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mit Wasserstoff. Und die sind super gut unterwegs und extrem beeindruckend, dass die einfach nicht gesagt haben, wir hören jetzt nicht mehr drauf, dass uns alle sagen, das geht nicht, wir machen es einfach. Gell? Und die sind eigentlich wirklich dabei, schrittweise ihre Lieferketten auf Wasserstoff-LKWs umzustellen. Was aber spannend ist, der hat eben erzählt, sie haben mit allen europäischen LKW-Lieferanten gesprochen und alle haben gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Und dann haben sie einen Koreaner gefunden, den Hyundai, der gesagt hat, passt, wir machen es. Ja, wäre super, wenn es ein europäisches Unternehmen täte, dass dann, wenn sie das durchsetzt, die Technologie, auch die europäischen LKWs oder auch diese LKWs in Europa zeigt, ist nur ein Detail. Ansonsten glaube ich, dass in der Digitalisierung, was die Corinna schon gesagt hat, wenn ich von zu Hause arbeite, wenn ich nicht jeden Tag ins Büro fahre, sondern vielleicht nur einmal oder zweimal die Woche, spare ich auch schon wahnsinnig viel Verkehr ein. Ich glaube, die Leute, die diese Coworking Spaces betreiben, haben ausgerechnet, allein durch die Verbreitung von Coworking Spaces kann man, glaube ich, 3% des verkehrsbedingten CO2s einsparen und so weiter. Also das Potenzial ist riesig und ja, der öffentliche Verkehr ist sicher, vor allem wenn er stromgetrieben ist, ein großer Vorteil. Merci. Gibt es schon noch Fragen aus dem Publikum? Ja, wir wären jetzt so fast am Ende. Ich hätte vielleicht gleich noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Herr Juhn, ihr habt ja gesagt, dass es vor allem legislative Sachen sind, weshalb die Gemeinden nicht digitalisiert werden können. Heißt das, wir müssten jetzt Initiativen starten, dass wir das machen können? Weil von mir aus, so aus meiner Perspektive, habe ich mir gedacht, das sind die Gemeinden, die blockiert haben. Aber in dem Fall ist es wirklich ein rechtliches Problem und gar nicht ein. Nein, also was ich sagen wollte, die Gemeinden haben innerhalb gewisser Prozesse und Dienstleistungen schon Möglichkeiten, diese Einzelprozesse und die Transaktion mit dem Bürger als Kunden, indem dass sie manches online anbieten, das gerade zum Beispiel Umzugs und solche Dinge. Das können die Gemeinden schon machen. Was es aber dazu auch braucht, sind gewisse einheitlichen Standards fürs E-Government. Da gibt es es gibt die E-Government-Stelle Schweiz, die bemühen sich um das. Und da gibt es Schweiz Digital oder Digital Switzerland, da gibt es schon relativ viel, die versuchen, das auf Bundesebene voranzutreiben. Aber natürlich, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass Standards formuliert werden zum Datenaustausch, weil ich kann als Gemeinde in meiner eigenen Wirkung so halt die Prozesse, die ich schon habe, Digitalisierung, aber ich kann nicht von der Gemeinde verlangen, dass die Gemeinde X schaut, wie schaut es bei der Gemeinde X, Y und Z aus. Ja, das muss auf einer übergeordneten Ebene irgendwie geklärt werden und es braucht vor allem Kompatibilität von Systemen, das heißt, da geht es um Standards und Normen und das ist im Idealfall sicher auf Schweizer Ebene zu klären, aber eher, wie heißt das gleich, da gibt es einen Schweizer Normenverband, der solche Dinge bestimmt. Das gehört eigentlich mindestens in einem europäischen Kontext geklärt und da gibt es auch Gremien, die sich damit beschäftigen. Es geht nur alles sehr langsam. Aber gerade ein kleines Land wie die Schweiz, was so viel Gestaltungsfreiheit hat, weil es nicht in der EU ist, aber mit der EU so enge Beziehungen hat, kann wie zum Beispiel bei den Wasserstoff-LKWs einfach vorpreschen. Ich glaube, die Schweizer haben den großen Vorteil, dass sie sagen können, wenn der Stimmvolk sagt, wir finden es gut, wir machen das, dann passiert es auch. Und das ist eine große Stärke. Corinna, oder? Ja, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, den Stefan jetzt hat angesprochen, dass die Austauschbarkeit von diesen Datenformaten, ich glaube, das ist schon dort, wo wir als Politik ansetzen müssen. Wir haben so das föderalistische System in der Schweiz und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht alle so ein kleines eigenes Küchchen backen und dann die Gesamtsicht verlieren. Und ich glaube, es ist auch uns in der Politik, auf allen Ebenen gut zusammenzuarbeiten und uns zu vernetzen miteinander und einerseits auf Gemeindesebene, aber dann auch mit den Kantonen und mit dem Bund. Und ich glaube, jetzt geht es so Umzugssachen anbelangt, müssen wir national halt ansetzen und dort mal für die ganze Schweiz schauen, dass man die Mobilität innerhalb der Schweiz vereinfachen tut. Ich denke, das ist immer bei unserem Wahlsystem, das wir haben.
ja, als Politikerin oder Politiker kann nicht einfach den Kanton wechseln und mich dort nachher aufstellen und habe kein Netzwerk mehr und so. Das funktioniert alles nicht. Und ich glaube, das ist einfach die Zukunft. Wir müssen dort auch mit Digitalisierung mit der Zeit gehen und da schauen, dass wir auf dieser Ebene können, ja, vorwärts gehen und einen Schritt vorne machen. Okay, merci mal. Es ist jetzt schon wieder Zeit. Die Stunde ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hoffe es. Also mir ist es immer ein gutes Zeichen. Ja, wir kommen schon zum Schluss. Es ist jetzt Zeit, für bei den Leuten sich zu bedanken. Zuerst mal der Samuel Müller, der hier Technik ist. Er hat da die ganze Technik aufgebaut, dass das alles funktioniert mit dem Mikrofon. Der Jonas Kipfer, der den Podcast schneiden wird. Der Patrick Liechti, der den Facebook-Livestream hat aufgesetzt. Dann unseren beiden Gästen, der Corinna Liebi, am Stefan Juhn. Und jetzt die nächsten Events, die das UND macht, weil das UND ist eben nicht nur hier, sondern ist auch überall klein. Es gibt am 2. September ein Politpodium zur Begrenzung, Abgrenzung. Am 7. September eins zu Kampfflugzeugen und am 16. September zum revidierten Jagdgesetz. Feier dazu sind beim Eingang. Ich werde mal auf Kollekte hinweisen, aber wir sind ein freiwilliger Verein. Und ja, das ist hier ein freier Eintritt, darum würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da etwas Kollekte rein tun. Und jetzt, bevor ihr euch aus der Tür rausstürzt, eben an die Hygiene denken, Abstand regeln, Desinfektionsmittel, Masken nicht gerade anreissen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend.